Komm schon. Los, Price. Nimm dir die Knarre. Los jetzt. Er ist gleich da, er ist gleich da, er ist gleich da. Untergeigt. Super. Auf Wiedersehen, Captain Price. Ah, F. Muss ich drücken. F, 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 F. Bam. Links, rechts. Perfekt. Achso, beide Tasten. Ich denke mal, ich glaube, ich kann aufhören, wieder beide Maustasten zu drücken. F, okay. Und auf Wiedersehen. Price, wie siehst du selber aus? Ziel erfüllt. Ja, ist klar. Er zündet sich erstmal eine Lunte an. Geht aber scheinbar nicht. Kein Feuer. Doch jetzt. Okay. Ich kann nichts machen. Designed and developed by Infinity Ward and Sledgehammer. Errungenschaft freigeschalten, beste der besten und wer wagt, gewinnt. Ja, wir haben MW3 durch. Also, Moment, Moment, Moment. Spiel fortsetzen. Huh. Ich würde jetzt gerne wissen, Spiel fortsetzen, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Huh. Echt gute Frage. Ob da wieder so ein Prolog oder sowas kommt, wie bei MW1 und MW2. Oder ob da gar nichts mehr kommt. Echt gute Frage. Ich tu mal den Bildschirm offscreen durchlaufen lassen. Wir sehen uns da. Na. Und bis gleich. So, die Credits scheinen vorbei zu sein. Und mal gucken, ob... Jo. Ghost. Sandman, würde ich meinen. Okay, weiter zur Spezialeinheit. Hallo? Ich kann doch jetzt mit Leertaste. Missionswahl, Akt 3. Okay, also man hat kein Epilog oder so. Ja, kommen wir zum Fazit. Warte, ich habe 9 Stunden gespielt. Ja gut, weil ich jetzt so... Ja gut, 3 Stunden oder so dürft ihr eigentlich nicht mitzählen. Da war ich ja weg und das Spiel lief ja. Durch Unterbrechung, was ich hatte. Also, schätzungsweise 6 Stunden. Also ist normal für einen modernen Shooter. Weil länger sind die Stories ja grundsätzlich eigentlich eh nicht. Ja, wo fange ich an? Erstmal Grafik, also zwar gleiche Engine wie bei MW2, aber trotzdem ganz neue Grafik.
die tausendmal besser aussieht. Die Waffen haben sie richtig geil neu designt. Und die Sounds von den Waffen sind auch richtig geil. Die ganzen Detaillierungen wurden natürlich auch überarbeitet und auch tausendmal besser gemacht als in MW2. Also dafür auch richtig geil. Den, ich glaube, die haben alles rausgeholt in MW3, was in der MW2 Engine drinne war. Also war das Mögliche vom Möglichen aus der Engine garantiert rausgeholt. Und da kann man einfach nichts zu sagen. Also die Grafik ist hammergeil. Kommt zwar nicht so an Battlefield 3 ran, aber na gut, ist halt auch kein Battlefield. Battlefield da, oder setzte sowieso neue Maßstäbe. Oder relativ neue Maßstäbe mit zerstörbarer Umgebung und doch mehr Grafik. Aber ist aber halt, wie gesagt, kein Battlefield. Call of Duty ist halt die eigene Serie mit der eigenen Grafik. Und die ist einfach nur perfekt. Passt einfach zu dem Spiel. Dann haben wir das Gameplay. Also das Gameplay ist wieder mal, wie für ein Call of Duty üblich, Massen an Gegnern, sauberes Gameplay. Gut, die Save Points wieder mal, wie in jedem Call of Duty, ausschlaggebend, sehr, manchmal sehr weit, sehr, sehr weit entfernt, beziehungsweise auseinandergesetzt, manchmal auch super dicht zusammen, wo man denkt, oh, bin mal gerade bloß 3 Meter gelaufen, krieg schon wieder einen Safe Point, und dann denkt man, jo, ich bin schon halbe Mission durch und gib mir mal endlich den ersten Safe Point. Na gut, das ist halt ein Call of Duty standardmäßig. Was kann man noch sagen? Die KI ist die gleiche, fast die gleiche. Ich meine sogar in MP3 ist ein bisschen schlauer, geht mehr in Deckung und feuert mehr aus der Deckung raus als gegenüber von MW2. Aber kann man aber auch nichts zu sagen. Dann haben wir den Sound. Also den Sound und die Gespräche, das ist einfach nur geil. Was untereinander, die ganzen Funksprüche werden mit gezeigt. Die ganzen Sequenzen, also man wird mitgerissen von dem Spiel. Das, die Story ist einfach nur sehr, sehr packend. Und ich habe mich auch super drauf gefreut, MW3 zu spielen. Beziehungsweise aufs Release gefreut. Wie, ich wollte auch endlich wissen, wie es so in MW2, also wie es jetzt nach MW2 weitergeht. Und wir haben jetzt endlich Makarov getötet und glaube damit ist auch die MW3, also MW, die Modern Warfare Reihe abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass sie weitere Teile machen, weil dann müssten sie sich aber jetzt schon wieder neue Charaktere ausdenken. Soap ist jetzt einer der Hauptprotagonisten aus MW 1 und 2 ist jetzt auch gestorben. Yuri, der, na gut, ist eigentlich ein Hauptcharakter nur im MW3 gewesen, der ist jetzt auch gestorben, außer Price, der noch lebt. Und Nikolai. Naja, egal. Auf jeden Fall, Story ist super packend. Also macht Lust auf mehr, sag ich jetzt mal. Also der Wiederspielwert ist von meinem Empfinden sehr hoch. Vor allem, wenn man alle 3 Teile hat, wo man dann nur, sag ich jetzt mal, ein Teil, also MW1, einen Tag spielt, danach gleich MW2 und danach, oder nach MW2 gleich mit MW3 anfängt, sodass man die komplette Story zusammen hat. Also es sehr hoher Wiederspielwert von mir aus. Dann war ich ja bei Sound, Stimmen etc. Also die ganzen Gespräche, Funksprüche sind alles super rübergekommen. Man wird auch durch die Ladesequenzen, haben sie ja super eingebaut in den ganzen Call of Duties, dass man da informiert wird, wohin, wo, was geschieht hier überhaupt. Ist hier wieder voll zutreffend. Und ja. Denn die ganzen Sounds von den Waffen, die haben sie wieder sehr, sehr neu gemacht und auch sind wieder zum alten Style von MW1 zurückgekehrt. Also, ich denke mal, die haben dieses Mal auch sehr, sehr viel Wert auf den Sound gelegt, weil die ganzen Waffensounds sind sehr detailgetreu und auch sehr original. In MW2 waren sie schon, sag ich jetzt mal, fast verfremdet. Also, das war, ja, nicht so schön. Da hatte ich mir eigentlich, wo MW2 rausgekommen ist, ein bisschen mehr erhofft, dass sie wirklich den Wert auf den Sound liegen. Mit dem Detailgetreuen. Also, das haben sie in MW3 wieder gemacht. Das ist auch super. Was mich sehr freut,
Die Story habe ich angesprochen, sie ist sehr packend. Wieder mal typisches Call of Duty Modern Warfare, wo es ganz strikt durchgeht. Wo man weiß, gut, da ist man, Und man wird einfach wirklich nur mitgerissen. Also in allen drei Stories von den MW-Teilen. Also da braucht sich MW3 gar nicht verstecken. Also es hält locker mit den anderen beiden Teilen mit von der Story her. Und mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich werde es garantiert nochmal spielen. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir fehlt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Momentan, mir fehlt auch relativ die Sprache. Und mal gucken, nächstes Jahr kommt ja eventuell, ich sag darum ja, eventuell, beziehungsweise wahrscheinlich ein Black Ops 2 raus. Das Ending war ja so gesehen auch offen, meinerseits, aus meiner Sicht. Naja, man überraschen, beziehungsweise was denn in 2 Jahren rauskommt, wenn Black Ops, ich sag jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Black Ops 2 raus ist, was denn 2013 rauskommt, ob sie denn eine neue Serie anfangen, Infinity Ward, oder halt ein MW4 machen, mit einer komplett neuen Charakteren und einer komplett neuen Story, oder ob sie an MW3 anknüpfen, ob sich jetzt wieder ein neuer Terrorist die Weltherrschaft an sich reißen möchte, so wie Makarov eigentlich dem Sakajew nachgeschrieben ist. Aber da ist jetzt erstmal was anderes, jetzt ist MW2 mal gerade ein paar Tage draußen. Mir macht Spaß, den Spezialeinheit, den hier, den werdet ihr wahrscheinlich auch sehen. Ich muss bloß überlegen, mit wem. Aber das wird sich dann finden. Ja, wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch, das zu gucken. Und ja, also, wenn ihr auf so eine Shooter steht, könnt ihr euch ruhig kaufen. Also macht richtig Spaß, der Multiplayer ist auch richtig gut geworden. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, nur dass das Projekt richtig geil war. Und ich mich auch richtig drüber freue, dass ich alle drei Teile jetzt gemacht habe, beziehungsweise die richtige Serie erstmal rausgesucht habe, um die zu Let's Playen. Jetzt folgen die restlichen Call of Duties, also World at War, Call of Duty 1 mit Addon und Call of Duty 2. Call of Duty 3 gibt es ja nicht für PC, aber egal. Naja, ich möchte ja auch nicht mehr weiterreden, mir fällt wirklich nichts mehr ein. Und ja. Gut, das war's. Wir sehen uns dann in den nächsten Projekten. Mal sehen, welches als nächstes kommen wird hier nach. Ja. Man sieht sich, man hört sich. Nächsten Projekten, alten Projekten, laufenden Projekten. Ja, sag ich mal, ich bin euer Alewache 1993. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.